Ha, geil. Die Kombinationen sind ja sehr einfach. Warum wurden die so einfach gewählt? Kriegt man ja sofort raus. So, und hier sind nochmal 5 Drachen, ja. Schön, schön. Das müsste für Imbala für Gasto reichen. Da brauche ich, glaube ich, 10. Also 2 sollte ich noch irgendwo finden, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich habe 3 vorhin gefunden. Oh, scheiße. Fuck. So, einmal. Oh, Entschuldigung, Anga. Habe ich aber Glück gehabt, dass ich ihn nicht gebrutzelt habe. Danke, Klaue. Einmal bist du klug, dass du meine Freunde hier nicht mehr... Moment mal, Moment mal, ich habe den alten Brief noch gar nicht gelesen. Den habe ich total vergessen. Speicher eben ewig. So. Wo ist denn der? Irgendwo da unten muss ich suchen. Wo bist du? Brief. Oh. Ach nee, jetzt muss ich wieder ewig suchen, weil ich so viel Scheiß Briefe und so dabei habe, die ich gar nicht brauche. Alter Brief, mit zittriger Schrift geschrieben. Ich habe versagt. Meine Bemühungen, Inubis auf den Pfad der Rechtschaffenen zurückzubringen, waren vergebens. Inubis haben wir auch schon getroffen in dieser Krypta. Erst dachte ich, ich sei tot, doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Inubis ist wieder auferstanden von den Toten. Verbannt vom alten Orden der Paladine sind er nur noch nach Rache für seinen Fluch. Ne, Moment, der gibt's hier. Der ist gar nicht in. Der war gar nicht in der Krypta, der hieß anders in der Krypta. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inubis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypta habe ich sein Grab gefunden. Also doch, hier irgendwo. Das ist auch eine Krypta, lustig. Ob ich jemals einen Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Darum schreibe ich diese Zeilen in der Hoffnung, dass sie gefunden werden. Seid gewarnt, ein mächtiger Feind streckt seine Klauen nach den Seen der Rechtschaffenen. Inubis wird nicht der Letzte sein. Möge Innos eure Seen beschützen, Ivan. Wer auch immer du bist, Ivan, danke für die nette Information. Die mir vielleicht was bringt. Links, rechts, ja nicht. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. So. Wird mir eher nichts bringen, weil ich werde den Typ eh abmeucheln. Abmetzeln, wenn er mir in die Quere kommt. Wenn er denkt, dass er kann mich vernichten, dann vernichte ich ihn. Ganz einfach. Vor allem, er wird mir in die Quere kommen und er gibt Erfahrungspunkte, also werde ich ihn sowieso töten. Also, keine Frage. Oh, da war ein Bogen, den habe ich jetzt gar nicht durchgelesen. Was war das denn für einer? Ich brauche den eh nicht, weil ich habe ja eine Armbrust. Bin ja Armbrusttyp. Ach ja, ich kann bald meine neuen Armbrüste anlegen, sobald ich... nur ein Bogen. Sobald ich meine Stärkepunkte geholt habe. Und zwar im nächsten Level ab. Oh, geil. Und dann kann ich die neue Waffe nehmen und die ist bestimmt weit mächtiger als diese dumme Klaue hier, die ich überhaupt nicht mag. Moment mal, hier gibt es ja gar keinen Belia-Schrein. Ich kann meine Klaue also gar nicht verbessern. Voll dumm. Anga, bist du bereit? Dankeschön. Schön, 2 Schläge und weg. So, Meuche, stirb und fertig. Er springt einfach nochmal zurück, obwohl er tot ist. Dumme Viecher. Und da vorne, habt ihr schon gesehen? Ein Drache. Ah, wir haben hier Anger. Das sollte kein Problem darstellen. Oh, guck mal. Tatsächlich sind hier... meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Oh. Ja. Das passiert jetzt die ganze Zeit, solange wir in der Nähe dieses Drachen sind. Das heißt, ich kann nicht mit ihm zusammenkämpfen. Alles klar. Jetzt sage ich, bleib zurück und hoffe, dass er weit genug wegsteht, damit ich meinen Dämon holen kann, weil sonst habe ich gegen diesen Drachen wirklich ein Problem. Habe ich das Auge Enos aufgeladen? Ja, ich glaube schon. Das ist nämlich jetzt wichtig. Oh, ich habe noch so viele Geschwindigkeitstränke, die brauche ich ja alle noch. Kann ich ja alle noch benutzen, aber nicht, wenn Anga in meiner Nähe ist, also nicht, wenn Anga mit mir rumläuft. Kann ich dann später, ich muss später eh nochmal zurück benutzen. Am besten direkt nach dem Drachen. Ich hoffe, dass mir die... Vielleicht reichen mir die Erfahrungspunkte. Nein, 8000. Ich glaube nicht, dass ich jetzt durch den Drachen 8000 Erfahrungspunkte kriege. Sonst wäre ich... beim Level Up. Das ist jetzt scheiße. Wahrscheinlich so ganz knapp drunter und dann kann ich nochmal hin und nochmal zurück. Voll Kack. Gut, aber nachher ist noch ein Rätsel, da kann ich auch noch mit Diego reden. Okay, Anga ist ganz weit weg. Das ist gut. Dann kann ich diesen Dämon hier auswählen und dann rufen, wenn ich ihn brauche. Wo ist er denn? Ah, hier. Ich kann 7 Dämonen rufen. Du hast keine Chance, wenn dich schon einer platt macht. Oh je, das war der jetzt einfach. Und diese Musik... Warum? Warum kommt jetzt die Musik? Ist das nicht die alte Titelmusik von ersten Gothic 2 ohne Nacht des Rahmen? Feodaron. Bleib stehen, Mensch. Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. So? Wen nennst du ja Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Dass du fast unsere gesamte Nachkommenschaft vernichtet hast, war dir wohl nicht genug. Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Ach, dein Bruder war das schwächliche Feuerdrache. Den Rest eurer widerlichen Brut werde ich mir auch noch vornehmen. Es
wird mir ein Vergnügen sein, dich bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Du glaubst doch nicht echt, dass du... Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Schaut's an. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch. Aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Red doch nicht so viel, Mann. So, hier ist dein Tod. Scheiße. Oh, cool, die Waffe gezogen in der Luft so. So, ich kann auch noch ein bisschen draufhauen. Sehr schön, Dämon. Und er ist fast nicht verletzt. Ich habe ihn letzte... Ach, er ist echt fast unverletzt, aber er stirbt eh gleich. Das heißt, lange wird er nicht bei mir bleiben. So, und hier ist eine Truhe. Schön. Links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links. So. So, und jetzt frage ich mich, ob mich Anga nach dem Tod dieses... Du kannst übrigens wieder abhauen, Dämon. Hallo? Ich will dich anklicken. Hallo Dämon, ich brauch dich nicht mehr. Ach, scheiße. Ob mich Anga nach dem Tod dieses Drachen wieder begleitet, ich weiß es gar nicht genau. So, und hier geht's nicht weiter. Was muss ich denn nur tun? Und warum laggt das jetzt schon wieder? Verätzend. Und Dämon, du bist hässlich, stirb jetzt. Nein, ich wollte dich anklicken. Rechts, ja, verschwinde. Ich kann ihn nicht. So, hier, hau ab. Wenn ich ihn einmal ohne Waffe anklicke, dann wird er einfach verschwinden. Also ist er einfach tot. Stirbt er einfach. So, Anga ist zum Glück weit genug weggelaufen, aber ganz so weit hätte er gar nicht müssen. Wo ist denn der? Ach, ich weiß, wo er ist. Da würde er auch eine Weile stehen, soweit ich weiß. Oder kann ich ihn denn jetzt mitnehmen oder nicht? Ach, scheiße, ich wollte einen Geschwindigkeitstrank trinken. Ich glaube, ich kann ihn mitnehmen, aber nur bis zu der Stelle, wo der Drache ist. Ich weiß nicht genau. Ich renne jetzt auf jeden Fall zurück zum Schiff und frage Diego, was ich hier tun muss. Denn ich habe überhaupt keine Ahnung. Na gut, eigentlich schon. Aber ich frage Diego trotzdem, was ich tun muss. Vielleicht gibt es ja Erfahrungspunkte oder sowas. Apropos Erfahrungspunkte, wie viel brauche ich noch? 3000, okay. Dauert wohl doch noch ein bisschen, bis ich meine Stärkepunkte holen kann. So. Diego, du musst mir helfen. Den kommen schon eingestürmt. So, und Anga steht jetzt, soweit ich weiß, im orkischen Oberst. Ja, im orkischen Oberst, genau, das wollte ich auch sagen. Nein, wollte ich nicht. Hallo, Anga. Er steht so cool da. Wie sie immer alle mit dem Rücken da stehen, das ist so cool. Ich weiß nicht warum, aber es sieht einfach sau cool aus, wenn sie mit dem Rücken zu uns stehen. Und wenn wir hergelaufen kommen. Keine Ahnung warum. Und da wir aus der Richtung kommen, sehen wir ihn mit dem Rücken zu uns. Ich weiß gar nicht, wie lange Anga hier bleibt. Oh mein Gott, was ging jetzt ab? Ach scheiße, schon wieder erschrocken. So, vielleicht kommen wir noch mal Orks. Das wäre doch cool. Aber ich glaube nicht. Jetzt reden wir erstmal ganz schnell mit Diego und dann rennen wir wieder zurück. Und ich hoffe, dass der Geschwindigkeitstrank dann, wenn ich Anga wieder mitnehme, auch langsam schon wieder versiegt. So, hey, Diego. Fuck, es ist schon so spät. Oh, es ist 20.04 Uhr, ich sollte schlafen. Diego, wie geht's? Ich brauche deinen Rat. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich habe mit einem Drachen gekämpft und stehe nun vor einem Abgrund mit einer Zugbrücke. Die Brücke ist eingefahren und ich komme nicht hinüber. Aha. Hast du es schon mit Fernwaffen versucht? Vielleicht lässt sich der Mechanismus auch mit einem Geschoss aktivieren. Das ist ein toller Tipp, Diego. Den probiere ich gleich aus, aber erst gehe ich schlafen. Und lass Anga einfach den ganzen Tag in diesem Raum mit dem von dem orkischen Oberst stehen. Alter, Spack halt! Was geht mit dem Typ ab? Spack, Spack, Spack. So, und leider komme ich nicht mehr in meine Kapitänskajüte, also muss ich hier schlafen wie so ein ganz normales Mannschaftsmitglied, hey. Voll läppisch. So, und gute Nacht. Morgen früh rennen wir zurück zu Anga und versuchen ihn nochmal mitzunehmen. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er mich nur bis zu der Stelle begleiten kann, wo der Drache gerade gefallen ist. Ich weiß es aber nicht mehr genau, deshalb probiere ich es jetzt einfach aus. Hallo, Girion. Girion. Achso, Moment. Ich habe die... Habe ich die aus irgendeinem Grund? Achso, ich wollte noch mit Bennett reden, ne? Ich wollte gucken, ob ich dem was sagen kann wegen der Eier. Ich glaube aber nicht, dass er noch welche will, ne? Ich habe hier ein Drachenei. Und? Nun, ich dachte... Ich weiß, was du denkst. Vergiss es, behalte das Ding. Ich will es nicht. Scheiß Drachenei, ich will keine... Nee, hey, Vatras. Gibt's denn noch irgendwas, was ich sagen muss? Nee, ich glaube nicht. Obwohl, vielleicht kann ich ihn... Ach, scheiß drauf. Ich wollte sagen, vielleicht kann ich Vatras fragen, wer Inubis ist. Ja, ich könnte eigentlich... Ach, ich habe gerade einen Geschwindigkeitsdrang intus. Das mache ich dann später. Ich muss eh noch mal, nachher nochmal zurück und Diego fragen, was hier abgeht. Und außerdem muss ich noch meine Stärkepunkte holen. Mein letztes Level-Up steht bevor. Sobald ich die paar Erfahrungspunkte noch gekriegt habe, kann ich wieder zurückrennen. Meine Stärkepunkte ausgeben, Lernpunkte ausgeben. In Stärkepunkte. Und ja, dann passt die Sache. Dann... Ne, das mache ich genau. Das mache ich erst dann, wenn ich bei Dings bin. Bei dieser letzten... Falle beim letzten Rätsel, wo ich dann Diego noch ansprechen muss, was da abgeht. Hallo Anga. Folge mir. Geh vor. Mach ich. Ich renne leider immer noch, das ist blöd. Anga rennt nämlich nicht. Geht nur ganz gemütlich. Also ganz gemütlich kann man das auch nicht nennen. Hallo, kannst du. Ja, rennen schon wieder.
renne einfach davon. Tschüss, Anga, ich renne vor. Ich gehe vor, ich renne vor. Na, es dauert so ewig. Der ist so langsam, der Typ. Ich meine, jetzt habe ich einmal hier einen Geschwindigkeitsdrang getrunken von 30. Alter, ich habe noch 30 davon, da kann ich ja einiges noch trinken. Mann, Anga, komm, komm, hopp, 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 hopp. So, jetzt mal sehen, ob seine Kopfschmerzen immer noch da sind. Ich glaube, dass er mich jetzt hier bei der Leiche auch nochmal anspricht. Nee? Interessant. Aber jetzt vielleicht. So, und tatsächlich hat Diego recht. Hier ist ein Schalter. Aber der aktiviert das Ding nicht. Seltsam. Was kann ich denn nur tun? Ah, den Schalter noch. Ja, tatsächlich, es kommt her. Gut, und Anga scheint es doch nicht so schlimm zu gehen. Blöd, ich habe immer noch den Geschwindigkeitsdrang intus. Naja. So, ich war meistens immer so ungeduldig und bin einfach rübergesprungen und weitergelaufen, aber wenn man daneben springt, hat man hier ein Problem und außerdem folgt mir Anga wieder. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den jemals bis hierhin mitgenommen habe. Ich glaube, der hat immer... Ich habe den immer dann zurückgelassen, wenn er gesagt hat, seine Kopfschmerzen bringen ihn um. Ich weiß nicht, ob ich ihn... Wow, ihr blöden Scheißsuchenden, ey! Ich hasse euch. Jedes Mal. Und ich will verarschen. Fahrt zur Hölle. Beklemmendes Gefühl? Ja. Ja, ein Kampf. So, das war ja einfach. So, aber da Anga jetzt hier ist, ich weiß nicht, wie weit der mitkommen kann. Wie gesagt, aber ich muss noch in diese zwei Türme rein. Vielleicht gibt's da was. Ich würde ihm jetzt sagen, bleib hier, aber ich weiß nicht, wo er dann hingeht. Er geht nämlich meistens wieder zurück. Bleib zurück. Alles klar. Wenn ich Glück habe, bleibt er auch hier. Aber ich glaube, ich habe kein Glück. Obwohl, ich glaube, er steht beim Drachen rum. Bis er mir dann wieder sagt, er hat wieder so Kopfschmerzen. Dann, ich hoffe zumindest, ich renne jetzt einfach mal hier hoch. Weil wenn ich Anga hier mitnehme, dann... Ja, zack, spack das ab. Wenn ich Anga hier mitnehme...